Alle dürfen mal klatschen. Großartig. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Jugend forscht, Schüler experimentieren. Es ist so großartig, dass ihr wieder dabei seid bei der Siegerehrung der verschiedenen Fachbereiche. Und wir hatten gestern, glaube ich, eine richtig gute Zeit. Ihr habt toll präsentiert. Es gab immer ein schönes Feedback in der Aula, wo wir uns ja alle getroffen haben und auch ein bisschen kennengelernt haben. Und ein paar habe ich gerade schon gesehen. Max zum Beispiel habe ich gerade gesehen. Sarah sehe ich gerade und den Luis. Es ist wirklich toll, was ihr gestern geleistet habt. Und ganz wichtig jetzt erstmal für euch, geht mal kurz in euren digitalen Raum, richtet euch in Ruhe ein, guckt, dass die Kamera noch aus ist, das Mikrofon auch. Dann dürft ihr nochmal aus eurem digitalen Raum rausgehen und ich sage euch natürlich nachher rechtzeitig Bescheid, wenn ihr wieder in eure digitalen Räume zurückgeht. Das wird ein toller Tag, eine großartige Siegerehrung und ich darf jetzt übergeben an die bezaubernde Corinna. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und hallo. Ich stelle mich kurz vor für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Corinna Kieren, die Landeswettbewerbsleiterin des Wettbewerbs Schüler experimentieren. Und ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich zu Hause oder wo auch immer ihr und sie gerade schaut, alle Eltern, alle Projektbetreuenden, die Regionalwettbewerbsteams, alle JurorInnen. Aber ganz, ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich die Jungforscherinnen und Jungforscher. Ihr seid diejenigen, um die es heute geht und euch wollen wir heute mit Preisen überhäufen. Da will ich aber nicht zu viel verraten. Jetzt erstmal übergebe ich das Wort an Maria, die euch ebenfalls begrüßen möchte. Dankeschön, Corinna. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Familien, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Projektbetreuende, liebe Wettbewerbsleitungen von den Regionalwettbewerben, liebe UnterstützerInnen. Auch von Westenergie möchte ich euch und Sie recht herzlich begrüßen. Zufällig genial ist das diesjährige Motto des Jugendforscht-Wettbewerbes. Und auf dem Plakat sehen wir eine Glühbirne. Die Glühbirne kennen wir alle als Symbol für einen plötzlichen, zufälligen, spontanen Einfall, eine geniale Idee. Wir wissen aber auch, dass Herr Edison die Glühbirne nur nach vielen Fehlversuchen entwickeln konnte. Aber sie war damals eine geniale Erfindung, denn sie löste das offene Feuer zur Beleuchtung mit sicherem elektrischen Licht ab. Und wir haben erlebt, dass die Glühbirne inzwischen von wesentlich effizienteren Beleuchtungsmitteln abgelöst wird. Und ich glaube, genau das Gleiche haben unsere extrem jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch bei ihren Projekten erlebt. Zufälle, die sie überhaupt auf Ideen brachten, die sie weiterbrachten, die Wendungen brachten, hartnäckiges Tüfteln und Testen, damit etwas lief und eben vielleicht sogar schon eine Ahnung davon, wie man es weiterentwickeln könnte. Und genau das ist wissenschaftliches Arbeiten. Und bei Jugend forscht gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu, dass diese Arbeiten ausgezeichnet werden, nämlich heute in der jetzt folgenden Siegerehrung. Es warten auf euch 33 Preise, 5 Laudationes für die Erstplatzierten in den Fachbereichen und 4 Grußbotschaften. Und wir hören jetzt die erste Grußbotschaft vom Oberbürgermeister Thomas Kufen hier aus Essen. Liebe Forscherinnen und Forscher, es freut mich sehr, dass ich heute per Video ein paar Worte an euch richten darf. Ich bin schon lange ein großer Fan von Jugend forscht und finde die Juniorensparte Schüler experimentieren besonders klasse. Die Neugierde und den Forschergeist gerade von jungen Menschen zu wecken und zu unterstützen, ist mir und der Stadt Essen ein wichtiges Anliegen. Um junge Talente, wie ihr es seid, zu entdecken und bestmöglich zu fördern, haben wir in Essen im vergangenen Jahr die Junior-Universität Essen gegründet, unter dem Motto, sei so neugierig, wie du willst. Zu den Unterstützern der Junior-Uni gehört seit der ersten Stunde die Westenergie AG. Dafür bin ich besonders dankbar.
Dass schon junge Schülerinnen und Schüler so engagiert experimentieren und forschen, finde ich großartig. Das trifft auch auf euch zu, liebe Forscherinnen und Forscher. Auch in diesem Jahr habt ihr wieder tolle Leistungen in dem Wettbewerb gezeigt. Davon profitieren alle. Ihr sucht zum Beispiel Lösungen auf die Frage, wie kann eine kollektive Impfstrategie unter Covid-19 aussehen? Eine wirklich schwierige Frage, aber ihr habt euch daran gewagt, eine Antwort zu finden. Ihr beschäftigt euch auch mit einer Frage, die für uns in Essen nach der Hochwasserkatastrophe besonders wichtig ist. Wie kommt das Wasser ins Haus und wie kann man sich davor schützen? Diese beiden Themen sind ganz nah an unserem Leben und unserem Alltag. Mein besonderer Dank gilt heute allen voran euch und auch euren Eltern sowie allen Förderern von Jugend forscht. Danke für das Ermutigen, die Freigabe von Kellern und Garagen als Forschungslabor und auch dafür, dass sie sich immer wieder selbst auch als Testpersonen zur Verfügung stellen. Über jede einzelne Leistung könnt ihr euch freuen, liebe Schülerinnen und Schüler, und macht bitte unbedingt weiter so. Euch und Ihnen allen wünsche ich jetzt eine tolle Siegerehrung. Bitte bleibt gesund, ihr und euer Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen. Ja, vielen lieben Dank, Herr Kufen. Tatsächlich ist unser Oberbürgermeister ein bekennender Fan von Schüler experimentieren und das schon seit einigen Jahren. Ich darf nun die ersten Sonderpreise verleihen. Und das ist mir eine große Ehre. Wir dürfen starten mit einem Zeitschriftenabonnement für die Zeitschrift Make, kreativ mit Technik. Und die hat gewonnen in diesem Jahr Robin Kuschel für sein Projekt der Red Pitaya, ein Revoluzer der Messtechnik. Herzliche Glückwünsche, Robin. Du hast das toll gemacht und konntest die Jury überzeugen. Weiter geht es mit dem Sonderpreis Reset Plastic. Den hat gewonnen für das Projekt Vergleich von Eigenschaften verschiedener Biokunststoffe Merit Jeschin. Herzliche Glückwünsche, Merit. Auch dein Projekt war fantastisch und hat zu dem Erringen dieses Sonderpreises geführt. Nun darf ich auch schon die nächste Videogrußbotschaft ankündigen. Und zwar kommt die aus dem Ministerium für Schule und Weiterbildung von der Abteilungsleiterin Frau Susanne Blasberg-Bense. Liebe Schülerinnen und Schüler, im Internet habe ich folgendes Zitat gefunden. Der Zufall sorgt im Drehbuch der Wahrscheinlichkeiten für die größten Knalleffekte. Und tatsächlich findet man manchmal zufällig eine Lösung oder Möglichkeit, mit der man vorher so gar nicht gerechnet hat und die einen total überrascht. Schaut man dann genauer hin, so erscheinen viele dieser zufällig genialen Ideen im Rückblick total logisch, ja sogar simpel. Aber in den wenigsten Fällen ist jemand zufällig genial. Meist steckt harte Arbeit dahinter und vor allem immer große Neugierde. Damit wir auch in Zukunft passende Lösungen finden, müssen wir neugierig bleiben, Neues ausprobieren und uns immer weiterbilden. Überfachliche Fähigkeiten wie systemisches Denken, interdisziplinäre Zusammenarbeit, sicherer Umgang mit komplexen Daten und technologischer Sachverstand werden in ihrer Bedeutung weiter zunehmen. Mit euren Projekten beweist ihr, dass ihr vieles hiervon bereits hervorragend beherrscht. Ihr seid wache Beobachterinnen und Beobachter und eure Projekte orientieren sich an eurer Lebenswelt. Mit Backcheck, die Ranzenpack-App oder dem digitalen Timer habt ihr Ideen entwickelt, die euren Schulalltag erleichtern werden. Mit der Entwicklung einer speziellen Sortiermaschine für Plastikflaschen oder dem idealen Dynamo, mit dem man nicht nur Licht erzeugen, sondern gleichzeitig eine Powerbank laden kann, habt ihr euch an die großen gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen unserer Zeit herangetraut. Dies sind nur einige wenige Beispiele. Ich möchte euch ausdrücklich allen zu euren tollen Ideen und Projekten gratulieren. Ich finde sie großartig. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den Betreuungslehrkräften. Sie sind es, die unsere Kinder und Jugendlichen über den normalen Unterricht hinaus fördern. Das ist alles andere als selbstverständlich.
Vielen Dank deshalb auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Landeswettbewerbsleiterin, Frau Dr. Klieren, wie auch der Firma Westenergie gilt mein Dank für das großartige Engagement zur Förderung unserer Jungforscherinnen und Jungforscher. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche euch für die Zukunft noch viele weitere großartige Erfindungen. Ich bin mir sicher, dass ihr mit eurer Neugier unser Land voranbringen könnt. Vielen Dank, Frau Blasberg-Bense, dass Sie Ihre Wertschätzung für das Engagement der Lehrkräfte so zum Ausdruck bringen. Ich darf nun die nächsten 5 Sonderpreise verkünden. Wir beginnen mit Platz 3 des Umweltpreises für NRW. Er geht an Hugo Werner Deppenbruck und Paula Witteborg, die bewiesen haben, dass Mehlkleister eine starke Sache ist. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Der zweite Platz des Umweltpreises NRW geht an ein Trio. Und zwar haben die sich mit einer hochaktuellen Frage beschäftigt. Wieso kommt Wasser ins Haus und wie kann man sich davor schützen? Herzlichen Glückwunsch an Sarah Jäger, Max Iselborn und Max Hoffmann. Oben aufs Treppchen bei dem Umweltpreis hat es Tina Steingröver geschafft. Tina hat ein Projekt, da kommt es nicht nur aufs Hirn, sondern auch auf die Muskeln an. Sie hat ein Drainagekanalsystem entwickelt und hat sich die Frage gestellt, ob es die Fortpflanzung von Bergmolchen ermöglicht. Wir kommen zu einem Sonderpreis des Schulministeriums für die beste schöpferisch wertvolle Arbeit. Diese geht an Ben Siebert und Lukas Birke für ihr Projekt InCode, eine Programmiersprache, die das Programmieren leichter macht. Dann gibt es den Schulpreis des Ministeriums, der geht naturgemäß an eine Schule, und zwar in diesem Jahr an die katholische Grundschule in Hangela. Herzlichen Glückwunsch! Und nun kommen wir zu der nächsten Grußbotschaft. Die hören wir aus dem hohen Norden vom stellvertretenden Geschäftsführer und Vorstand der Stiftung Jugendforscht e.V., Dr. Nico Kock. Ein herzliches Moin aus dem Norden. Wie schade, dass wir uns heute nicht persönlich sehen können. Aber wie schön, dass dieser Landeswettbewerb trotz der andauernden Ausnahmesituation stattfindet. Das ist ideal, aber kein Zufall, sondern das Ergebnis eines beeindruckenden Engagements. Von euch, liebe junge Forscherinnen und Forscher, sowie zugleich von allen Partnern, Freunden und Förderern von Jugend forscht. Beginnt mit den Projektbetreuenden und Eltern bis hin zu Maria Jansen, Corinna Kiern und der Westenergie AG. Dafür allen ein sehr herzliches Dankeschön. Beim Wettbewerb Jugend forscht, Schüler experimentieren gilt, es gibt nur Gewinnerinnen und Gewinner, wenngleich nicht alle Siegerinnen und Sieger sein können. Ihr, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hattet schon gewonnen, als ihr eurer Idee oder Frage beim Forschungsprojekt nachgegangen seid, Zeit, Gedanken und Arbeit investiert habt, bei Fehlern und Fehlschlägen nicht aufgegeben, sondern aus ihnen gelernt habt und euch über eure Erfahrungen und Ergebnisse gefreut habt. Dieser Gewinn ist euer Erfolg, auf den ihr sehr stolz sein dürft und zu dem ich euch sehr herzlich gratuliere. Und Siegerinnen und Sieger seid ihr ja auch bereits auf Regionalebene. Mal schauen, was heute noch dazukommt. Es wäre toll, wenn wir bei Jugendforschschüler experimentieren, euch weiterhin auf eurem eigenen Weg durch die Welt der Wissenschaft begleiten und unterstützen dürfen. Dazu dient unser einzigartiges bundesweites Netzwerk aus Tausenden von Ehrenamtlichen sowie Hunderten von Partnern aus Unternehmen und Institutionen. All diese Akteure freuen sich auf euch, weil sie wissen, dass unsere gemeinsame Zukunft vor allem in euren Köpfen gestaltet wird. Und das am besten mit Wissen, aber auch Werten, die unsere Gesellschaft tragen. Forschung ist zumeist Teamarbeit und damit Vernetzung von Forscherinnen sowie Forschern und ihren Ideen. So entsteht, nicht nur zufällig, Neues, manchmal Geniales. Nur mal kurz laut überlegt, was käme wohl dabei heraus,
wenn junge Forscherinnen und Forscher dieses Landeswettbewerbs einmal die Köpfe zusammenstecken würden. Zum Beispiel die, die sich mit der Entwicklung von besonders nachhaltigen Produkten wie Mehlkleister, Silvesterrakete und Biokunststoff beschäftigt haben. Wohin auch immer das führen mag, wenn das Ergebnis bei Jugendforschungsexperimentieren präsentiert wird, braucht es Fachleute, die es beurteilen. Daher geht mein besonderer Dank an alle Jurymitglieder dieses Landeswettbewerbs. Ihr Wirken, liebe Jurorinnen und Juroren, ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg unseres Wettbewerbs. Die angemessene Wertschätzung der jungen MINT-Talente und ihrer Forschungsleistungen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei Jugendforschschülerexperimentieren 2023. Ja, moin zurück und vielen Dank nach Hamburg an Herrn Dr. Kock für diese wertschätzenden Worte. Ich darf nun weitere Sonderpreise vergeben. Der erste Sonderpreis ist ein Zeitschriftenabo der Zeitschrift Geolino. Der geht in diesem Jahr an Anna Brüggemann und Eva Marx für ihr Projekt zur besten Flügelform zum Fliegen. Herzliche Glückwünsche, ihr habt das toll gemacht. Der nächste Sonderpreis ist der Preis der Gesellschaft für Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung. Der geht in diesem Jahr an Louis Turnseck für seine Sortiermaschine für Plastikflaschen. Gratulation, Louis, das hast du ganz großartig gemacht. Der dritte Sonderpreis, den wir haben, ist ein Sonderpreis für Projektbetreuende. Jugendforscht bietet mehr. Der geht in diesem Jahr an das Gymnasium Adolfinum in Moers, an Frau Katharina Adams für ihre besonders engagierte Projektbetreuung, die sie schon seit Jahren übernimmt. Herzlichen Dank für Ihr Engagement und das ist toll, dass Sie es immer wieder schaffen, Schülerinnen und Schüler zu motivieren für die Teilnahme am Wettbewerb Schüler experimentieren, Jugend forscht. Als nächstes darf ich ankündigen die Videogrußbotschaft von Herrn Oliver Henrichs, seines Zeichens Arbeitsdirektor der Westenergie AG. Ein freidenkender Mensch bleibt nicht da stehen, wo der Zufall ihn hinstößt. Mit diesem Zitat von Heinrich von Kleist grüße ich euch ganz herzlich. So habt auch ihr gehandelt. Ihr habt euch Fragen gestellt und nach Antworten gesucht. Dabei habt ihr etwas Neues entdeckt. Etwas, was ihr vorher nicht kanntet. Ihr habt Ideen, die etwas bewegen. Ihr kümmert euch um eine bessere Zukunft und um euer Umfeld. Es sind sehr praktische Themen dabei. Wenn Proteasen die Torte zerfließen lassen, ist der schöne Sonntagskaffee ruiniert. Über die mangelnde Bruchfestigkeit von Buntstiften habe ich mich auch schon geärgert. Weitere Projekte beschäftigen sich mit der Tierwelt. Das Smartroom für die Hühner und das Drainagekatalyst für die Bergmolche haben dabei optimale Lebensbedingungen für unsere Mitlebewesen zum Ziel. Macht weiter so. Probiert aus, seid neugierig, hinterfragt die Dinge. Ihr habt hervorragende Voraussetzungen, um auch später, wenn ihr erwachsen seid, im Berufsleben einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Danke, dass ihr euch engagiert. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle aber auch bei der Wettbewerbsleiterin, Frau Dr. Corinna Kieren. Ohne sie und die fleißigen Helfer im Hintergrund wäre der Wettbewerb nicht möglich. Es ist toll, was sie in diesem Jahr trotz der besonderen Herausforderungen durch die Pandemie auf die Beine gestellt haben. Liebe Forscherinnen und Forscher, genießt diesen Tag. Er wird euch sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Vielen Dank, Herr Henrichs. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir demnächst neue Torten in der Kantine, bruchfeste Buntstifte beim Arbeitsmaterial oder ob rund ums Gebäude Bergmolche angesiedelt werden. Mir gefallen alle drei Vorstellungen sehr gut. Ich darf drei weitere Sonderpreise verleihen. Der erste Preis ist der Preis für die beste interdisziplinäre Arbeit. Die geht dieses Jahr an Donald Kobold. Donald hat sich die Frage gestellt, was, wenn die Welt ein Torus wäre? Für alle, die wie ich googeln mussten, die Frage lautet auch, was wäre, wenn die Welt ein Schwimmring wäre? Herzlichen Glückwunsch, Donald. Den nächsten Preis, den ich verleihen darf, ist ein neuer Preis. Deshalb möchte ich da ein bisschen was zu sagen. Er heißt dreimal E-Nachwuchspreis. Aber, liebe Kinder und Jugendlichen, diesmal geht es nicht um euch. Es gibt ja tatsächlich auch unter den Lehrkräften Nachwuchskräfte. Wir möchten mit diesem Preis diejenigen unter den Projektbetreuenden auszeichnen, die entweder noch nicht so lange dabei sind,
zum Beispiel erst zum zweiten Mal. Oder diejenigen, die extrem junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreuen, zum Beispiel Grundschulkinder. Und die dann vielleicht sogar noch zufällig geniale Projekte begleitet haben. Und das ist in diesem Jahr Frau Christine Haschke von der Grundschule Gartnisch in Halle. Herzlichen Glückwunsch, Frau Haschke, und bleiben Sie uns noch lange erhalten. Der dritte Sonderpreis, den ich vergeben darf, ist der Preis Reload. Er geht an Florentine Picula für ihr Projekt Backcheck, die Ranzenpack-App. Die schaue ich mir noch mal genauer an. Herzlichen Glückwunsch, Florentine. Das hast du hervorragend gemacht. Ja, auch nochmal einen großen Glückwunsch von uns, Florentine. Wirklich Wahnsinn, was ihr da alles so leistet. Ja, und jetzt geht es los mit der Siegerehrung der verschiedenen Fachbereiche. Freuen uns alle schon sehr drauf. Und ich darf jetzt alle bitten, die uns jetzt zuschauen, alle Teilnehmerinnen, alle Teilnehmer, jetzt schon mal in euren digitalen Raum zu gehen und euch vorzubereiten. Jetzt wird es richtig spannend. Aber bevor es gleich für euch losgeht, haben wir noch ein ganz tolles Dankeschön vorbereitet. Und zwar gibt es wahnsinnig viele Helfer, die so ein großes Projekt überhaupt möglich machen, ganz viel Ehrenamtliche. Und für die haben wir gestern, obwohl das Ganze digital ist, ein Dankeschön vorbereitet. Und das ist nur für euch, für alle, die wirklich mit Herzblut hier bei der Sache sind. Euer Dankeschön-Film, Film ab. Los geht's. Und in Momenten wie diesen spürst du das Glück und die Liebe. Jedes Schrittchen was wert, alles führt hierher. Yeah. Danke, 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 danke. Merci beaucoup. An jedes Stoppschild, jede Schranke, ihr gehört dazu. Danke, 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 danke. Mille grazie. An jede Hilfe und jede Flanke. Vielen Dank, vielmals. Danke an die Jungs. Wertschätzung ist der Kern von Jugend forscht. Wertschätzung heißt auch Danke sagen. Deshalb danken wir allen, die diesen Landeswettbewerb und die jungen Forscherinnen und Forscher unterstützen. Allen Eltern, Bekannten und Verwandten, allen Projektbetreuenden, allen Jurorinnen und Juroren, der Wettbewerbsleitung, der Patenbeauftragten, der Westenergie AG und natürlich allen Fans von Jugend forscht, Schüler experimentieren. Bleibt dabei und ein großes Danke. Danke, 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 merci beaucoup. An jedes Stoppschild, jede Schranke, ihr gehört dazu. Danke, 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 mille grazie. An jede Hilfe und jede Flanke, vielen Dank vielmals. Und Augenblicke wie diesen muss ich einfach genießen. Alles Glück und die Liebe, auch wenn ich's nicht immer verdiene. Yeah. Denn in Momenten wie diesen spür ich Ruhe und Frieden. Jedes Schrittchen was wert, alles führt hierher. Yeah. Danke, 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 danke. Mille grazie. An jede Hilfe und jede Flanke. Vielen Dank vielmals. Vielen Dank, vielen Dank vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank vielmals, vielen Dank, vielen Dank vielmals, vielen Dank, vielen Dank. Ja, vielen Dank an euch alle. So, und jetzt wollen wir durchstarten mit der Siegerehrung in den einzelnen Fachbereichen. Das tun wir in guter alter Jugendforschtradition in der Reihenfolge des Alphabetes. Das heißt, wir starten jetzt mit der Arbeitswelt. Ganz genau. Und hier nochmal ganz wichtig, dass ihr jetzt bitte alle natürlich eure Kamera einschaltet und den Ton, so dass wir euch quasi hier dann live erleben können. Und ich gucke mal ganz kurz, wen ich schon hier alles sehen kann. Die Lucy sehe ich hier gerade. Hallo Lucy. Wenn du uns hörst, wink doch einfach mal in die Kamera. Lucy ist noch hochkonzentriert. Wir gucken hier gerade. Hallo Lucy. Kannst du uns hören? Hier aus unserem wunderbaren Studio live in Essen. Ja, wir schauen mal, ob ihr uns gleich alle hören könnt. Ihr seid ja die allerersten, um die es hier gleich geht. Und da sehe ich auch schon die nächsten hier aus der Kategorie Arbeitswelt. Leider ist auch da. Winkt mal ganz kurz, wenn ihr uns hören könnt. Das wäre großartig. Einmal kurz winken.
dann wissen wir, dass wir mit euch starten können, weil wir hatten ja gestern wirklich einen ganz aufregenden Tag. Wir haben uns alle immer noch in der Aula getroffen und uns unterhalten. Ihr habt mir ganz viel von euch erzählt und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, die Hand hoch, wenn ihr uns hören könnt, einfach alle die Hand hoch. In dem Moment, wo ihr meine Stimme hören könnt, gerne alle kurz winken. Ja, was war das gestern für ein toller Tag? Ihr habt uns selbst noch in der Aula gezeigt, was für Talente ihr habt. Der ein oder andere hat jongliert, jetzt gehen die Hände hoch. Das heißt, ihr könnt uns hören, das ist wunderbar. Und dann können wir im Prinzip auch schon starten. Ne? Ja, ihr seid mit Sicherheit wahnsinnig aufgeregt. Ich fand es toll, wie ihr das gestern gemacht habt, wie ihr aus euren Juryvorträgen zurückkamt und ganz genau erzählt habt, wie es für euch war. Es gab der ein oder andere von euch, der war durchgehend aufgeregt. Beim einen oder anderen, der hat angefangen mit seiner Präsentation und da war die Nervosität komplett weg. Aber ich denke mal, jetzt ist das Nervositätslevel wahrscheinlich ein bisschen weiter oben, vielleicht sogar noch als gestern, denn jetzt geht es an die Preise und ich darf an dich übergeben, Corinna. Genau, ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, die ersten Fachbereichspreise zu übergeben. Und zwar starten wir, um die Spannung noch ein bisschen hochzuhalten, von hinten nach vorne, also mit dem dritten Platz im Fachbereich Arbeitswelt. Und den haben in diesem Jahr gewonnen Maja Brüggemeier, Lucy Puglisi und Laila Schabach für ihr Projekt der Buntstift-Test. Herzliche Glückwünsche, ihr drei. Ihr habt das ganz fantastisch gemacht. Die Jury war begeistert von eurem Projekt und ich gratuliere euch ebenfalls von Herzen. Weiter geht es mit dem zweiten Platz im Bereich Arbeitswelt. Der geht an das Projekt Vergleich von Eigenschaften verschiedener Biokunststoffe. Gewonnen hat Merit Jeschin. Gratulation, du hast das super gemacht, Merit. Und jetzt bleibt es spannend. Ihr wisst ja, es müssen gar nicht immer alle Preise vergeben werden, weil es nicht nur darum geht, wie beim Sport, wer kommt als erstes durchs Ziel, sondern tatsächlich ja um die Qualität der Arbeiten geht. Dementsprechend kann es auch mal sein, dass Platzierungen leer bleiben. Das ist aber in diesem Jahr nicht der Fall. Wir haben in der Arbeitswelt einen ersten Platz für das Smartphone für Hühner. Das Futter läuft. Gewonnen haben Moritz Hennen, Leonie Osterloh und Timon Ullig. Gratulation, ihr habt das ganz fantastisch gemacht. Und jetzt geht es nochmal darum, da freuen Sie sich schon, ich sehe das gerade, fantastisch. Jetzt geht es nochmal darum, dass ihr euch anhört, was die Jury so besonders großartig an eurem Projekt gefunden hat. Dementsprechend kommt hier eure Laudatio. Den ersten Platz im Bereich Arbeitswelt belegen Timon Ullig, Moritz Hennen und Leonie Osterloh vom Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus. Die drei Jungforscher haben einen funktionstüchtigen Hühnerfütterungsautomaten konstruiert. Dieses moderne Tischlein-Deck-Dich für das liebe Federvieh bietet eine enorme Arbeitserleichterung, wenn man privat Hühner hält. Ohne großen Aufwand werden die Hühner nach vorgegebenem Zeitplan mit Futterkörnern und Trinkwasser versorgt. Daher kann man die Tiere getrost einige Tage sich selbst überlassen, ehe man die integrierten Vorratsbehälter wieder mit Trockenfutter und Trinkwasser auffüllen muss. Die Jungforscher haben bei diesem Projekt sich eine ganze Menge technisches Wissen angeeignet. Wir gratulieren an dieser Stelle den Preisträgern und rufen ihnen ein aufmunterndes Weiter-so zu. Nach A kommt B. Das heißt, wir befassen uns jetzt mit dem Fachbereich Biologie. Genau, da freuen wir uns natürlich auch ganz besonders drauf. Und wenn ich noch mal kurz den gestrigen Tag so ein bisschen Revue passieren lasse, dann war das sehr, sehr amüsant, weil ihr wart die ganze Zeit immer am Essen. Es gab, glaube ich, nicht einen von euch, den ich nicht beim Essen gesehen habe. Aber ich denke mal, zum Essen werdet ihr jetzt wahrscheinlich zu nervös sein. Und ihr habt euch schon heute Morgen mit einem ordentlichen Frühstück so richtig schön gestärkt, um jetzt im Idealfall den Preis entgegenzunehmen, den ihr euch hart erarbeitet habt. Oh, ganz wichtig noch, die Kameras anmachen, weil wir sehen hier gerade in unserem Studio hier in Essen, dass ein paar noch nicht die Kamera angemacht haben, aber das holen wir jetzt einfach nach. Guck mal, Elsa, jetzt können wir dich auch sehen. Das macht es doch gleich viel, viel schöner für uns alle, euch live zu erleben. Ist ja was ganz Besonderes in diesem Jahr, dass ihr alle live mit dabei seid, live
eure Preise entgegennehmen könnt. Und das genießen wir wirklich mit euch zusammen, weil wir haben ja gestern mitbekommen, dass ihr teilweise über Wochen, Monate, fast ein Jahr an euren verschiedenen Projekten gearbeitet habt. Und das soll natürlich jetzt gebührend honoriert werden. Und es ist einfach nochmal toll, euch zu sehen und vielen Dank für die tollen Beiträge. Gestern hat noch jemand jongliert, da wollte noch jemand seine Gitarre rausholen. Also ihr habt so viele verschiedene Talente, die ihr uns gestern gezeigt habt. Und wir freuen uns natürlich alle sehr, wenn ihr dranbleibt, auch in Zukunft. Und vielleicht ist der ein oder andere ja heute bei Jugendforschend mit dabei und hat schon wieder eine Idee für das nächste oder für das übernächste Jahr. Ich habe da gestern schon ganz viele tolle Sachen gesehen und gehört. Also großartig, dass ihr mit dabei seid. Und wir sind gleich soweit und dann sind wir gespannt, wie es mit den Preisen weitergeht. Ja, ich freue mich auch sehr, euch sehen zu können. In Biologie hatten wir 3 Projekte und 3 Gewinner. Ich beginne mit Platz Nummer 3. Den 3. Platz im Fachbereich Biologie haben gewonnen David Kahle, Maria Prasser, Katharina Santos mit ihrem Projekt Die Torte zerfließt, Proteasen in Früchten. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei habt das fantastisch gemacht. Es kommt jetzt natürlich der Platz Nummer 2. Den Platz Nummer 2 geht in diesem Jahr an Elsa Möcking mit ihrer genetischen Diversität von Mais. Herzlichen Glückwunsch, Elsa. Und Trommelwirbel, wir kommen zum 1. Platz. Den 1. Platz, das Projekt kennen wir tatsächlich schon. Den 1. Platz im Fachbereich Biologie macht dieses Jahr Tina Steingröver mit ihrem Projekt Kann ein Drainage-Kanalsystem die Fortpflanzung von Bergmolchen ermöglichen? Herzlichen Glückwunsch, Tina. Ganz fantastisch. Es folgt jetzt deine Laudatio. Liebe Tina, du hast mit deinem Projekt mit viel Engagement und Ausdauer einen Beitrag zur Erhaltung der lokalen Biodiversität leisten können. Aufgrund des zunehmenden Wassermangels sind die fortpflanzungsgeeigneten Lebensräume in der Bauernlandschaft Langenbeck-Osterlette für Amphibien drastisch zurückgegangen. Um dieses Problem lösen zu können, hast du ein Drainage-Kanalsystem gebaut und dort die Fortpflanzung und die Entwicklung von Bergmolchen über ein halbes Jahr lang beobachtet und dokumentiert. Uns als Biologie-Jury hat es besonders gefallen, dass du mit deiner Idee einen Beitrag zum Schutz des Ökosystems und dieser Amphibienart geleistet hast. Auch deine detaillierte und disziplinierte Arbeitsweise hat uns über den langen Zeitraum sehr beeindruckt. Und deine Idee hat Potenzial auch für andere Lebensräume. Deine schriftliche Arbeit und die Präsentation haben uns als Jury sehr überzeugt. Deswegen gratulieren wir dir ganz herzlich zum 1. Platz in der Biologie. Herzlichen Glückwunsch, liebe Tina. So, und nach B, ihr könnt das Alphabet alle, Sie können das Alphabet alle, kommt C. Und als Chemikerin bzw. Chemielehrerin ist es mir natürlich eine besondere Ehre, nun die Preise für die Chemie vergeben zu dürfen. Ja, und ich kann mir ein Grinsen gerade nicht verkneifen, denn ich sehe gerade hier auf meinem Bildschirm, den ich hier im Studio habe, auf der linken Seite die sogenannte Paul Crew. Das sind die 3 jungen Herren auf der linken Seite. Und die haben's, bei denen habe ich gestern gedacht, die wohnen in einem Lebensmittelladen, weil es gab nichts, was sie nicht zum Essen dabei hatten. Das haben sie mir auch die ganze Zeit in die Kamera gehalten, sodass ich gestern einen schweren Job hatte, aber nicht wegen euch, sondern weil ich Hunger bekommen hatte. Ihr hattet wirklich, also es war unglaublich. Ich habe jetzt schon wieder Hunger, wenn ich euch sehe. Und wir alle drücken euch natürlich die Daumen, auch hier. Auf der rechten Seite hier auf meinem Bildschirm sehe ich natürlich die jungen Damen hier. Wen haben wir denn alles mit dabei? Lass uns mal gucken. Na, wir haben den Paul Ferdinand, den Paul Jakobs, den Hugo Werner, die Paula Witteborg, den Abdul Karim, Alhari, Jahan, Al-Kusai und Ryomi Rinesh, alle mit dabei. Und das ist wirklich großartig. Ja, und die Kamera anmachen, wird mir hier gerade immer wieder gezeigt. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Wir wollen euch natürlich sehen. Es ist natürlich wahnsinnig schön, euch hier live dabei zu haben.
Und ich warte eigentlich gerade nur darauf, dass mir jemand noch mal was in die Kamera hält. Aber ihr habt alle gut gefrühstückt, alle gut gegessen. Ja. Und seid wahrscheinlich auch ein bisschen nervös. Und das ist schön. Okay, ich bekomme gerade ein Zeichen. Alle sind da. Und jetzt geht's los mit den Preisen und mit Corinna. Genau, man sieht schon, dass sie total nervös sind. Wenn du da so lange vorher redest, dann werden die noch rascheliger. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich nun die Preise im Fachbereich Chemie vergeben darf. Hier haben wir einen dritten Platz im Fachbereich. Der geht an das Projekt Variationen von Alaun von Abdul Karim Alahari, Jahan Al-Kusai und Ryomi Rineshkov. Herzliche Glückwünsche, ihr drei. Die Chemie-Jury war begeistert und ich darf euch von Herzen gratulieren. Weiter geht es. Und wir haben tatsächlich auch einen zweiten Platz. Der geht in diesem Jahr an die Paul-Crew. Paul Ferdinand Fleige, Paul Jakobs und Silas Kohn. Herzliche Glückwünsche. Euer Projekt Chromatographie aus Schwarz mit Bunt hat den zweiten Platz gewonnen. Gratulation, ihr habt das super gemacht, ihr drei. So, und jetzt bleibt die Frage aller Fragen. Gibt es einen ersten Platz? Den gibt es tatsächlich. Wir dürfen gratulieren Hugo Werner Deppenbrook und Paula Witteborg für ihr Mehlkleisterprojekt. Eine starke Sache. Herzliche Glückwünsche, ihr habt das fantastisch gemacht und hier kommt auch für euch eure Laudatio. Die Arbeit Mehlkleister, eine starke Sache, kennzeichnet ein besonders strukturiertes Vorgehen, sowohl in der Durchführung der Experimente wie auch in der Präsentation der Ergebnisse. Besonders überzeugt hat uns das problemorientierte Vorgehen, mit dem für jede auftretende Schwierigkeit ein Lösungsansatz entwickelt worden ist. Im Internet recherchierte Vorschläge wurden kritisch hinterfragt und selbst genau untersucht, mit bisweilen erstaunlichen Ergebnissen. Bei der umfangreichen experimentellen Arbeit kam die Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen nicht zu kurz. Die Ergebnisse wurden sehr anschaulich, unterstützt durch den passenden Medieneinsatz, dargestellt. Nach diesem Tag sind wir davon überzeugt, dass der Mehlkleister in keinem Kindergarten in der Bastelecke fehlen darf. Wir wünschen Paula und Hugo viel Erfolg und Spaß bei den noch in Aussicht gestellten weiteren Experimenten zu diesem spannenden Thema. So, und auch Mathematiker und Informatiker können das Alphabet. Wir sind jetzt im Fachbereich Mathematik und Informatik. Und auch da freuen wir uns natürlich ganz besonders, wenn wir euch alle sehen können. Deshalb schaltet die Kameras auf jeden Fall an, damit wir natürlich auch sehen können, wie ihr euch freut. Gerade eben habe ich es auch bei der Paul-Crew gesehen, wie die sich gefreut haben über ihren zweiten Platz. Und da kann ich auch hier schon den Erik sehen. Erik ist uns zugeschaltet. Und wir gucken mal, wer alles mit dabei ist. Dann haben wir noch den Soat, die Florentine und Ben und Lukas sind auch mit dabei. Und genau, sehr gut. Erik winkt uns schon mal zu. Und jetzt dürft ihr ganz gespannt zuhören, was euch die Maria jetzt hier mit auf den Weg gibt, welchen Platz ihr erreicht habt. Im Fachbereich Mathematik, Informatik gibt es auch Buchpreise. Der erste Buchpreis geht an Suat Kobor. Er hat die Frage gestellt und auch gelöst, wie sollen wir mit unserem Leben gemeinsam spielen? Kollektive Impfstrategie unter Covid. Hochaktuell. Meinen herzlichen Glückwunsch, Suat. Der zweite Buchpreis geht an Erik Gerg für seinen digitalen Timer, der bei den Hausaufgaben hilft. Herzlichen Glückwunsch, Erik Gerg. Der zweite Preis, so jetzt wäre ich fast ins Straucheln geraten, denn es gibt keinen dritten Platz in Mathematik und Informatik, also sind wir schon beim zweiten Platz. Den zweiten Fachbereichsplatz hat in diesem Jahr Florentine Pigula gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Florentine. Du hast mit deinem Projekt Backcheck, die Ranzenpack-App, bestimmt viele Probleme gelöst. Und nun kommen wir zum ersten Platz im Fachbereich. Den ersten Platz haben sehr verdient dieses Jahr Ben Siebert und Lukas Birke für ihr Projekt InCode, eine Programmiersprache, die das Programmieren vereinfacht.
Herzlichen Glückwunsch, Ben und Lukas. Ihr habt die Jury wirklich überzeugt. Und deshalb kommt gleich eure Laudatio. Hallo, liebes InCo-Team. Die Fachjury Mathematik und Informatik gratuliert Ben Siebert und Lukas Dirke zum ersten Preis im Fachgebiet Informatik für ihr Projekt InCode. Innerhalb des Projekts wurde eine webbasierte Programmierumgebung für HTML-Seiten erzeugt und beschrieben. Programmiereinsteigern wird durch eine einfache sprachbezogene oder grafisch blockbasierte Syntax das Erlernen von Programmiergrundlagen erleichtert. Die Umgebung ist vollständig und grafisch sehr ansprechend umgesetzt. Eine umfangreiche Dokumentation der Funktionalitäten unterstützt den Umgang mit der Webseite. Die Umgebung ist sofort und intuitiv nutzbar, zum Beispiel im Rahmen von Anfangsunterricht oder für Arbeitsgemeinschaften. Herzlichen Glückwunsch an Ben und Lukas. Ja, und weiter geht's in der Physik. Und ich kann euch sagen, ihr habt in diesem Jahr die Jury in der Physik ganz schön ans Schwitzen gebracht. Zum einen, weil wir wirklich, wirklich tolle Projekte in der Physik hatten. Und zum anderen hatten wir, glaube ich, so viele Projekte in der Physik wie noch nie. Ich bin jetzt seit 2007 beim Landeswettbewerb Schüler experimentieren dabei. Und ich glaube, so viele Physikprojekte wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Ganz, ganz großartig. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Und die Physiker und Physikerinnen in der Jury sollten ruhig auch mal ans Arbeiten kommen. Habt ihr super gemacht. Auch hier darf ich Preise vergeben. Und wir starten mit einem Buchpreis. Der geht an Felina, die habe ich gerade schon gesehen, der Gummiflummi und seine Freunde. Gratulation, Felina, du hast einen Sonderpreis gewonnen. Und tatsächlich, sie sind alle da. Kannst du es sehen, René? Wahnsinn, ja. Und bei Felina bin ich mal gespannt, ob sie ihren Hund dabei hat. Wir durften nämlich gestern Felinas Hund kennenlernen. Mal gucken, ob der auch die Pfoten drückt. Und alle, ach, das ist Wahnsinn, wie viele wirklich in dem Bereich dabei sind. Wir können es ja ganz kurz mal hier durchgehen. Felina, der Donald ist da, Isabella, Luzi, Mattes, Miller und Robin. Also unglaublich, wie viele sich da eingefunden haben, um hier im besten Fall gleich einen Preis mitzunehmen. Aber das Schöne ist, ihr habt ja alle gewonnen, denn an dieser Stelle sei nochmal bemerkt, dass über 600 sich beworben haben und ihr seid mit dabei, also ihr seid jetzt schon alles Gewinner. Aber wer jetzt gleich hier noch einen Preis anheimst, das wird uns jetzt die Corinna sagen. Genau, und du hast gerade gesagt, der Hund von Felina soll ihr die Pfoten drücken. Nix da, der darf ihr jetzt gratulieren. Die hat ja schon einen fantastischen Sonderpreis gewonnen. Stimmt. Ganz genau. Und weitermachen wir. Wir haben nämlich auch einen dritten Platz im Fachbereich Physik. Der geht an Isabella Deschamps und Lucy Aurora Schmitz mit ihrem Projekt der umweltfreundlichen Silvesterrakete. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ihr habt das fantastisch gemacht. Die Jury fand euer Projekt ganz, ganz toll. Und nun darf ich auch noch einen zweiten Preis, guck, da ist der Hund, einen zweiten Preis vergeben im Fachbereich Physik, nämlich für die ideale Form des Hyperloops von Mattes Johannes Tix. Herzlichen Glückwunsch! Auch dein Projekt hat der Jury wirklich, wirklich gut gefallen und deswegen gibt es für dich einen zweiten Platz im Fachbereich Physik. Gratulation! So, und jetzt erwartet ihr vermutlich einen ersten Platz, aber wie ich schon sagte, ihr habt es der Jury einfach so verdammt schwer gemacht, dass sie gesagt haben, ne, die sind so gleich auf, die beiden Projekte. Entsprechend, Smilla, auch du hast einen zweiten Preis im Fachbereich Physik bekommen für deinen idealen Dynamo. Ganz großartige Leistung, wirklich, wirklich toll gemacht und ihr habt es den Physikerinnen und Physikern in der Fachjury dieses Jahr echt, echt schwer gemacht. Weiter so, ich freue mich, wenn ihr die nächstes Jahr wieder so heftig ans Arbeiten kriegt. Weiter so, seid bitte nächstes Jahr wieder dabei. So, an der Stelle, dadurch, dass wir keine Laudatio haben im Fachbereich Physik, weil es keinen ersten Platz gibt, übergebe ich direkt an die Maria. Und ich sage sehr gerne an, last but not least, den Fachbereich Technik. Schauen wir mal, wer alles da ist. Ganz genau. Und schön, wenn ihr alle die Kamera anhabt. Dann gucken wir noch mal, wen wir alles mit dabei haben. Und da sehe ich den Max, der auch heute die Haare wieder fantastisch trägt. Max legt nämlich sehr viel Wert auf seine wunderbaren langen Haare. Ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Und wir haben ja zweimal Max haben wir heute da. Es war so schön, euch gestern auch in der Aula im Interview zu haben. Ihr seid wirklich eine absolut tolle, coole Truppe. Und Luis hat uns gestern noch seine Sortiermaschine gezeigt.
die er liebevoll aus Legosteinen und aus verschiedenen Motoren zusammengebastelt hat. Also richtig, richtig toll. Auch Sarah, ich erinnere mich an deinen kleinen Bruder, der wird wahrscheinlich jetzt ganz stolz über YouTube das Ganze verfolgen und dir die Daumen drücken. Aber wir drücken euch natürlich alle die Daumen. Ja, und wie es jetzt weitergeht, das weiß natürlich Maria. Ja. Um die Spannung auch im letzten Fachbereich hochzuhalten, beginnen wir mit Platz 3. Platz 3 geht in diesem Jahr an einen jungen Mann, der sein Hobby auch wissenschaftlich angegangen ist. Nämlich an unser gestriges Geburtstagskind Carsten Gottschalk. Carsten hat sich mit dem Erlernen des Windenfahrens beschäftigt. Diese Winden braucht man, um Modellflugzeuge überhaupt in die Höhe zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Den zweiten Platz hat ein Dreierteam bekommen. Alle applaudieren, hervorragend. Der zweite Platz ist an ein Dreierteam gegangen, nämlich an Sarah Jäger, Max Iselborn und Max Hoffmann. Die drei hatten das hochaktuelle Projekt Wieso kommt Wasser ins Haus und wie kann man sich davor schützen? Herzlichen Glückwunsch euch dreien! Es folgt nun der Platz 1. Der Platz 1 im Fachbereich Technik geht in diesem Jahr an ein Duo, nämlich an Bjarne Romberg und Milo Puckert mit ihrem Projekt AUVO. Genau, Entschuldigung, das steht für Auftrieb und Vortrieb. Verzeiht mir, dass ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Ihr seid die Erstplatzierten. Herzlichen Glückwunsch. Und es kommt eure Laudatio. Laudatio für Bjarne Romberg und Milo Puckert. AUVO, Auf- und Vortrieb. Die Idee einer fliegenden Untertasse hat Bjarne und Milo dazu bewegt, eine Flugdrohne zu entwerfen, welche mit zwei übereinander angeordneten Rotoren das Fliegen erlangen sollte. In mehreren Versuchsreihen haben sie sich ihrem Ziel immer weiter angenähert. Aus den zuvor gemachten Fehlern lernten sie und betrachteten die neu gesammelten Erkenntnisse mit ein. Dabei haben die beiden nicht einfach nur experimentiert und gebastelt, sondern gezeigt, dass sie durchaus wissenschaftlich arbeiten können, indem Messreihen, Auswertung und Fehleranalyse dazu führten, dass zum Wettbewerb ein flugfähiges AUVO präsentiert werden konnte. Ihr Ideenreichtum hat nicht mit dem Regionalwettbewerb geendet, sodass bis zum heutigen Tag weiter getüftelt wurde, um nicht nur fliegen zu können, sondern dies auch in eine definierte Richtung zu vollbringen. In Zukunft wollen die beiden ihr System noch weiterhin verbessern. In puncto Wirkungsgrad und Steuerung sagen sie, ist noch Luft nach oben, sowie dem Ziel, über Sensoren ihre Umwelt untersuchen zu können. Die Herangehensweise, Begeisterung und Ausführung hat die Jury so begeistert, dass das AUVO in einem engen Rennen um den ersten Platz eine Rotorspitze weit vorne lag. Dazu gratulieren wir ganz herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg beim Experimentieren. Die Technikjury. Ja, ihr habt gesehen im Stream, die Siegergruppe hat sich wahnsinnig gefreut. Umso besser, genauso sollte es sein. Damit sind wir durch für heute. Wir haben alle Preise vergeben, die wir vergeben wollten. Uns bleibt nochmal, uns jetzt von allen herzlich zu verabschieden. Und vor allen Dingen nochmal, das möchte ich betonen an dieser Stelle, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle auszusprechen. Ihr seht gar nicht, wie viele Leute hier noch im Raum sind. Ohne die wird hier nichts laufen. Deswegen ein riesiges Danke an alle Menschen, die hier mit im Raum sind. Kameratechnik, Licht, Ton, Maske und Make-up, wobei das langsam hier unter den Scheinwerfern bei mir wegschmilzt. An René, der uns heute hier mit der Moderation unterstützt hat. Und insbesondere und ganz besonders wichtig natürlich auch an Maria von Westenergie. Weil ohne das Patenunternehmen, die letztlich die Kohle für die ganze Veranstaltung hier geben und das finanzieren und das überaus engagiert und mit sehr, sehr viel Herzblut schon seit Jahren, würde hier eben auch nichts laufen und wir könnten keinen Wettbewerb zusammen genießen. Den Dank an alle, die euch unterstützt haben, liebe Teilnehmende, ob das eure Eltern sind, eure Projektbetreuenden, die Regionalwettbewerbsteams, den möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz aufgreifen. Das haben wir in der Mitte mit dem Danke-Video schon gemacht. An dieser Stelle bleibt mir noch zu wünschen, dass ihr ein schönes Wochenende habt, dass ihr einen schönen restlichen Samstag habt. Lasst euch feiern. Ihr alle seid Siegerinnen und Sieger.
Und dann sehen wir uns hoffentlich 2023 wieder beim Landeswettbewerb Schüler experimentieren oder zumindest vorher auch schon auf den Regionalwettbewerben. Das war's von meiner Seite, aber auch die Maria möchte natürlich noch was sagen. Ja, Corinna, ich muss was beichten. Du bist die Wettbewerbsleiterin, aber ich habe mir erdreistet, ich möchte noch ein paar Preise vergeben. Und zwar hätte ich da noch ein paar Sonderpreise. Ich möchte einen Preis vergeben, den Sonderpreis der Herzen. Und der geht an euch. Der geht an die jungen, wirklich teilweise extrem jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ihr habt es geschafft, dass wir Alten hier heute alle sehr beschwingt und zuversichtlich rausgehen können. Denn mit euch brauchen wir keine Angst vor der Zukunft zu haben. Ihr habt gezeigt, dass ihr euch engagiert und dass ihr Lösungen findet. Herzlichen Dank dafür. Dann hätte ich einen Sonderpreis, extrem cooles Team. Das geht an all die lieben Menschen, die man nicht sieht. Die Menschen an den wichtigen und richtigen Knöpfen, an den Reglern, die Strippenziehern im wahrsten Sinne des Wortes und stellvertretend für alle Julia, die Frau, die stets sagt, kriegen wir hin. Ihr habt wirklich einen klasse Job gemacht. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich hätte noch einen dritten Sonderpreis. Ich nenne ihn mal stimmige Chemie. Und zwar möchte ich den verleihen an Karin aus der Regie und an René, unseren Moderator. So. Karin in der Regie ist wesentlich mehr als nur die Stimme aus dem Off und die Zeichengeberin. Karin, so stelle ich mir das vor, hat zu Hause gesessen, ihren Chemiebaukasten ausgepackt und hat genau die richtigen Stoffe ausgewählt, die wir heute brauchten. Und René hat diese Stoffe so zusammengemischt, dass der Funke wirklich kometenhaft übergesprungen ist. Herzlichen Dank euch beiden, es war eine Riesenfreude. Vielen Dank. Tja, und wir wissen alle, zum Schluss kommt der Landessieg. Und der Landessieg geht eindeutig an dich, Corinna. Ich finde, der Landessieg ist ein interdisziplinärer Sieg, weil er steht für Fachwissen, er steht für Engagement ohne Ende und er steht für Koordination von ganz vielen Gewerken. Liebe Corinna, du hast Unglaubliches geleistet und auch mit dir war es eine große Freude. Deshalb wenigstens schon mal ein kleiner Dank für dich. Dankeschön. Vielen Dank. Mann, ich hoffe. Jetzt ist gleich die Annette ganz frustriert, dass sie Make-up verläuft. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Freude bereitet wie uns. Und wir sehen uns alle im nächsten Jahr gesund und richtig wieder. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ich möchte gerne Danke sagen an meine Mutter, die mich in die Spieltheorie eingeführt hat und meine Kenntnisse in diesem Bereich vertieft hat. Außerdem möchte ich auch dem Goethe-Gymnasium danken, die mir ermöglicht hat, während der Mathestunden alleine an meinem Projekt weiterzuarbeiten. Hallo, ich bin Merit Yashin und 13 Jahre alt. Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Schule, dem Gymnasium Hepen in Bielefeld, bedanken. Dafür, dass sie überhaupt Schüler experimentieren anbieten. Im Besonderen möchte ich mich auch noch bei meiner Projektbetreuerin Frau Wittland bedanken. Dafür, dass sie immer so unterstützend und motivierend ist.
Hallo, ich bin Tina Steinhuber und ich möchte mich bei Holger Walke bedanken. Er war mein Projektbetreuer und hat mir vieles beigebracht. Ich konnte so auch viel von ihm lernen. Außerdem möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken. Sie haben mich immer unterstützt und mir gute Tipps und Ratschläge gegeben. Vielen Dank und tschüss. Ich bedanke mich für die Unterstützung bei Frau Adams, Frau Dr. Kleine, Herr Clark, meinem Vater Daniel, Peter Wittner und Jan Knüffelmann von der Firma SVT. Hallo, ich bin Mele Puckert. Ich bin Jano Romberg. Wir wollen uns mit diesem Video bei unseren Eltern, besonders bei meinem Vater, für die Mithilfe bedanken. Ein ganz großes Dankeschön auch an Bertolt Sommer. Und die Jungs aus dem Projektlabor. Danke. Danke.